Yo Leute, kurzes Update für euch. Ich habe hier übelst die krasse Form am Start. Ich habe mich heute ja gewogen mit 103 Kilo und das Ganze, ich denke, ich habe wirklich in den letzten zwei Tagen ein hartes Defizit gefahren. Ich war ein bisschen vorsichtig, ihr seht es auch hier, ich habe schon fast ein bisschen Streifen im Trizeps. Ich habe die letzten zwei Tage ein Defizit gefahren von, ich sage es mal sicher nochmal, 300-400 mehr, also schon fast 1000. Und ich zeige euch jetzt mal, was abgeht, Leute. Das ist richtig krank. Ich hoffe, das kommt hier so rüber. Jill ist übrigens auch gerade im Zimmer. Es wird ein bisschen Gay for Pay gemacht hier. Also, man sieht hier auf jeden Fall, dass die Streifen in der Brust deutlicher geworden sind. Ihr seht die Separation im Arm, hier im Licht vor allem. Und ihr seht auch die Adern auf dem Arm jetzt richtig gekommen. Auch das richtige Mann. Oh! Warte schnell. Jetzt will ich noch kurz den Rücken hier am Start haben. Zeig mal das Display. Sieh mal die Adern hier auf dem Bauch, die nehmen mich wunder. Sieht man die? Ja, das sehe ich, Shit! Ja, jetzt mach mal, Oh, Beine weiß ich jetzt gar nicht, ob man da was sieht. Ja, ich sehe schon, ob das Licht da ist. Oben ist besser. Oben ist besser, ja. Ja. Rücken. Ja, hart. Wow, unten ist hart, Bro. Ja, richtig hart dort unten. Oh, was ist das? Ja, krass. Fuck, Bro, da kommt wie ein Alien. Mr. Alien. Streifen auf dem Trizeps vielleicht schon. Nein, ist parat. Ist richtig parat. Ja. Ihr seht, Leute, geil. Flexible fucking dieting, kein verdammtes Low Carb, keine verdammten irgendwelche Restrictions, einfach nur hier oben seit 5 Jahren das Game im Griff, die Kalorien im Griff. Und wenn man Flexible Dieting betreibt, Leute, so wie ich es mache, dann lernt man eben nicht nur Kalorien zu zählen und Macros zu zählen, sondern man lernt auch irgendwann das Ganze schon fast Freestyle-mäßig im Kopf zu checken. Und ich bin jetzt auf diesem Level, ich habe das jetzt wirklich gemerkt. Ich werde jetzt morgen mal versuchen, oder beziehungsweise übermorgen, sobald wir in Cartagena sind, nächste Station, werde ich versuchen, mal wieder so 2 Tage on track zu sein und werde dann mit größter Wahrscheinlichkeit auch mal so ein Refeed Day machen, wo ich mal wirklich mit den Fats auf low as possible bleibe und dann halt einfach nur Reis, weißen Reis in mich reinfress und Früchte. Und dann mal schauen, wie die Form wird, weil zur FIBO werde ich dieses Jahr eine ganz andere Strategie fahren. Ich habe das letzte Mal viel zu spät angefangen zu peaken. Ich bin am Donnerstag angekommen und habe noch Diät gemacht bis am Freitagabend oder sogar Samstagabend. Das war natürlich viel zu spät. Ich war dann am Sonntag übelst flach, die dort waren, haben es gesehen. Und dieses Jahr wird es ganz anders laufen. Ich werde bereits am Dienstag anfangen, mich richtig schön vollzuladen. Boah, ich wollte vorher noch Sushi essen. Mit einer Dame, richtig gut. Ja! Am Start, Leute. Man sieht sich in Cartagena. Bis bald.